Seid gegrüßt, meine Trucker-Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 auf der ProMod 255 und dem Mercedes Actros MP4 als Wechselbrücken-Kombination. Wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Wir sind in der Nähe von Nürnberg und werden jetzt schön gemütlich mal eine Tour hier auf dem Sonntagsabend, Nachmittag, naja, irgendwann Sonntag. Ja, ich habe ja mal ein Video rausgebracht, glaube gestern. Das habe ich ja noch nicht gemacht, wenn ich das jetzt hier am 21. aufnehme, das Video. Da geht es ja darum, wird das jetzt das letzte Mal am Sonntag ein Video sein? Und danach nur noch Livestreams? Schreibt mal rein, oder vielleicht habt ihr es beim letzten Mal schon reingeschrieben, ob euch das ja, besser gefällt. Und dann werden wir wahrscheinlich am Samstag immer dann die Premiere machen, weil das wird jetzt auch eine Premiere sein. Ich mag das und ich glaube, ihr mögt das auch. Ich denke doch. Ja, ich habe hier die Liftachse wieder nach oben gemacht, weil sonst dreht er ja immer wieder durch. Oh Gott, wir stehen schon noch. Ah ja. Läuft. Jetzt können wir auch fahren, wenn wir schon die Strafe gezahlt haben. Würde ich mal meinen, ne? Und für den ganz... Ja... Jenigen, der hier ganz dolle zuguckt, geht's rot. Oh! Bisschen vergessen. Ja, Maximus hat 3 Navis am Start. Warum das denn? Ja, weil ich mich mit 2 Navis verfahre. Somit muss ich 3 machen. Boah, ist aber schön hier. Endlich mal so ein bisschen Stadtverkehr hier in Deutschland. Ich liebe es. Mit der Wechselbrücke durch Deutschland. Yes! We can. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ach, hier ist die Ampel. Hier ist gar kein Strich. Ach, hier ist unser Kollege mit seinem Mercedes. Na, herrlich. Das läuft doch wie ein Länderspiel. Und dann runter. Wir haben insgesamt jetzt 314 Kilometer. Ich muss mich ein bisschen sputen, weil es ist 19.46 Uhr, wo ich dieses Video aufnehme. Und um 20.30 Uhr geht der Livestream los. Hier am Mittwoch, den 21. Jetzt muss ich hier... Ach so, ja gut, jetzt muss ich hier so lang fahren. Ja, nur Stress, nur Zeitverzug und Abfahrtsplan. Ich finde das Dashboard total interessant. Ja, muss ich ehrlich sagen, finde ich echt... sagt mir auf jeden Fall ein bisschen mehr, wie sonst der Standard-Dashboard. Sehr, sehr schön. Also da werden wir bestimmt jetzt auch vielleicht nächste Woche Sonntag sogar uns mal überlegen... bezüglich des Spritfahrer-Event da ein wenig zu schauen, wo wir denn, naja, einen Punkt finden, den wir dann gemeinsam suchen, irgendwo auf der Standardkarte natürlich, um dann das Spritfahrer-Event irgendwann mal zu starten. Ja, so. Könnte man ja eigentlich mit dem Mercedes fahren, da könnt ihr ja mal reinschreiben, mit was für ein Fahrzeug, weil gerade mit dem Dashboard hier. Ja, sieht es doch sehr interessant aus. Warte mal, ich drücke mal jetzt weiter. Hier sehen wir jetzt die Kilometeranzeige. Okay. Wo haben wir denn jetzt die Reichweite? Oh, was ist denn hier los? Oh, nicht, dass wir hier irgendwo gegenknallen. Ah ja, das ist doch ein gutes Dashboard. Der sagt uns an, den Literverbrauch momentan. Aber warte mal. Wie Kilometer wir gefahren sind. Aber wo sehen wir denn? Normalerweise ist doch so, dass wir auch sehen den Momentanverbrauch und den Gesamtverbrauch. Was waren die Leiste da unten? Die werden so. Was ist die? Hä? Was zeigt denn der Balken da unten an, Freunde? Das gesehen, der ist jetzt weg. Wir könnten 3800 Kilometer fahren. Wenn ihr jetzt wieder Gas gibt, jetzt macht er mit einem Retarder. Das wird natürlich auch dann so eine Sache sein, wo wir dann Retarder alles einstellen müssen. Das werden wir dann auf dem extra Profil dann machen. Wo wir es dann alles so ein bisschen rein konstruieren. Jetzt steigt es wieder. Also wenn wir jetzt Gas geben, steigt es wieder. Okay. Gut. 36,5 Liter Durchschnittsverbrauch. Durchschnitts-KMH 59. Ah, ich. Also, das ist auf jeden Fall ein Dashboard. Kuss geht raus.
Das gefällt mir. Ich kann aber jetzt persönlich nicht sagen, ob das jetzt das Original-Dashboard von Mercedes ist. Das kann ich nicht. Das weiß ich nicht. Da habe ich gar nicht geguckt, wo wir eigentlich hinfahren. Ich glaube, wir fahren Richtung Ruhrpott. Oder Frankfurt am Main, irgendwie so in der Drehe. Das ist das Gleiche, ne? Ja, genau. Ah ja, wir sind ja richtig erhellt wieder unterwegs hier. Frankfurt am Main oder... ja. Ach, schön. Ja, wir müssen die Polizei grüßen. Unser Freund und Helfer. Wohl bemerkt. War sogar die Polizei wieder am Start. Und hier ist aber auch... schon lange nicht mehr unterwegs. Also ich habe nur auf mein normalen Profil quasi hier die Promos oben. Auf dem Mod-Profil war ich quasi ohne... Ah, jetzt wollen wir nicht rauffahren. Wir lassen den mal rausfahren hier. Ah, nee, geht. Soll immer ein bisschen schauen hier. So, wir fahren jetzt nach Baden-Württemberg, so wie es aussieht. Juhu! Willkommen in Baden-Württemberg. Kann man auch mal. Ne? Baden-Württemberg und dann werden wir Richtung Hessen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es, dass es auch für den ganz normalen Standard-Euro-Truck-Simulator da ist, ja. Jetzt sind wir wieder in Freistaat Bayern. Naja, siehst du, guck an. Startet sind wir natürlich in der Nähe von Nürnberg in Fürth. Ist es Fürth? Ja, ich glaube. Ja, war irgendwie so. Boah, vibriert der hier das Lenkrad. Fuß. Herrlich. Schön, schön. Ich werde natürlich immer wieder mal aufs Dashboard gucken. 1:50 unterwegs. Das finde ich echt extrem. 33 Liter fahre ich. Also was haben wir denn hier? Wir haben 20 Tonnen Leergut. Und glaube 510 PS haben wir hier am Start. Ja, 510. Ungefähr so 510. Ich weiß jetzt nicht, da steht zwar 51 dran, aber ich sag mal 510. 512 oder wie auch immer sein. Ne? Das spielt ja dann keine Rolle. Und dann irgendwie auf- und abgerundet. Passt dann schon. Die Hersteller machen ja eigentlich, haben die Autos ja immer ein wenig mehr PS, wie sie angeben. Es ist nicht immer hundertprozentig. Kann natürlich immer ein bisschen variieren. Und warum sie da ein bisschen mehr machen, also so habe ich es gehört. Falls ich da falsch liege, dann haut mich dann einfach mal an. Falls dann irgendjemand sagt, hey, ich habe mein Auto auf dem Prüftest gemacht. Willkommen in Hessen. Ich grüße alle, die aus Hessen kommen. Moses kommt aus Hessen. Ah, grüß dich, Moses. Und wenn da jemand das Auto dann auf so einen Test oder Prüfstand draufpackt und dann steht dann, er hat da mal Auto geholt mit 150 PS und dann sagt er nur 148, dann wäre das wahrscheinlich alles noch in der Toleranz, ne? Aber wenn das zu viel wäre, dann könnte es durchaus, naja, ich will nicht sagen Ärger geben, aber naja, lieber denn PS mehr als eben PS weniger, ne? Ich denke mal, als ganz normaler Fahrer kriegst du das jetzt nicht mit. Also ich würde es nicht mitkriegen, ob ich jetzt so, ja. Das sind ja nicht nur diese PS-Zahlen, das kommen ja auch viele Sachen auf deine eigene Fahrweise an, das kommt auf die Witterungsverhältnisse an und. Ne? Das sind ja viele Komponenten, die damit ja, Auswirkungen haben, ne? So, jetzt müssen wir mal, wir fahren jetzt mal rüber, dass wir den Bus hier rausfahren lassen können. Haben wir hier schon irgendwo... Ja, jetzt aber heute hier einfach nur geradeaus. Wir haben 130 Kilometer nur noch. Ja, das läuft doch wie ein Länderspiel. Guckt euch an. Der Airport Frankfurt am Main... Sehr schönes Ding. Sehr, sehr schön.
So muss es sein. Herrlich. Irgendwie so komisch aus, ne? Die Farbe. Eigentlich vom Wetter. Ach, schön. Mit der Wechselbrücke hier unterwegs sein. Oh, und da noch mit dem ICE im Hintergrund. Eieieiei. Ist das herrlich. Da hinten kommt der Flieger runter. Frankfurter Airport. Ja, schon oft davon losgeflogen. Beim Microsoft Flight Simulator. Kann man mal sagen, ne, dass man da mal losgeflogen ist. Oh, schön. Ein Riesengebäude, ne? Oh, Baby. Die Lufthansa. Sehr, sehr schön. Oh nein. Warum? Oh Mann. Alter, da habe ich ja wirklich alles gegeben. Da habe ich ja wirklich alles gegeben hier. Hier, schön die Lufthansa-Maschine hier noch. Ach, ey, ich bin auch wirklich der letzte Idee. Ah, komm mal, ein paar Fotos hier. Oh, wir lassen mal weiterlaufen. Dann machen wir nochmal. Gucken wir jetzt nochmal an, wie das aussieht. Es ist ja auch mal ganz spannend. Alter, komplett hier reingedödelt. Ach du Scheiße. Oh shit, ey. Das gibt bestimmt viel Ärger von euch. Oh Mann. Wie die Achse runtergeht. Eieieiei. Ah, komm jetzt hier. Bin egal. Siehst du, ich war nicht dran schuld. Komm, wir hauen ab. War am Fahrerflucht. Die Flugzeuge haben mich abgelenkt. Dennoch ein Renault. Eieieiei. Ich krieg von SAS keine Vorabinfo mehr, dass irgendwie mein LKW kommt oder so. Ah. Meine Güte. Naja. Wir können ja beim DAF-LKW da nochmal von vorne anfangen, ne? Ja, seit letztem Jahr, das habe ich ja auch mal im Video rausgebracht, dass SCS und DAF natürlich eine engere Kooperation geschlossen haben, schon letztes Jahr. Da war mit, naja, mit den Renault-LKW noch nichts zu hören. Und ich muss immer noch wegen meiner eigenen Blödheit lachen. Oh, scheiße. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Leute, die immer wieder darauf warten, bis hier irgendwo was passiert, ja. Von mir aus schreibt unten den Timestamp rein. Wann ist der Unfall? Was habe ich wieder falsch gemacht? Der Blick ist frei geradeaus. Ich weiß. Ja. Däumchen. Für euch alle. Ich lasse mich einfach mal zu gerne ablenken, ja. Das ist halt ein großes Problem von mir. Ach, Olga, das läuft wieder wie Länderspiel. So. Schauen wir mal, dass wir jetzt den LKW hier mal übersetzen. Ei. Ey, nicht. Oh, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst, dass jetzt hier die Straße gesperrt ist. Was ist denn, wo denn? Ach, das ist hier vorne. Jetzt hätte ich hier rumfahren müssen und dann wieder hoch. Naja, aber hier, Olga, hier. Können wir einen Livestream machen? Heute nicht. Grüße euch. Die Rettungskräfte. Und natürlich die Polizei und Feuerwehrleute. Los geht raus. Dass ihr immer an der Stelle seid, wenn
ihr gebraucht werdet. Ich hoffe, ich brauche euch nicht irgendwann mal, aber... Ach, Rheinland-Pfalz. Ach, die bleiben in Hessen. Okay, die wollen mich ja nicht mehr. Die Fahndung steht noch nicht in Rheinland-Pfalz. Unsere Digitalisierung ist halt noch nicht so gut. Das müssen sie erstmal ein System aufnehmen. Dann wird erstmal in der Nacht ein Upgrade gefahren, dass jede Bundespolizei quasi auf die aktuellen Daten zugreifen kann, wa? Ja, Internet. In Deutschland. Oder Digitalisierung in Deutschland. Da bin ich aber auch wirklich mit Schmackes. Jetzt habe ich aber mich ganz schön verschätzt. Heiliges Kanonenrohr, was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Straße hier? Ach. Läuft doch. Da, 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 da. Eins sind wir. Ajo? Reden die in Mainz so? Ajo? Ey, sag mal, wie viel Kreisverkehre bauen die hier rein? Das muss man anders lösen. Ja. Habt ihr gesagt, dass der LKW sich ja auch so anhört, ne? Also, da haben ein paar LKW-Fahrer vom Mercedes Actros unterwegs sind, ja auch schon selber gesagt, ja, der Sound, der hört sich auf jeden Fall nachvollziehbar an. Das große Problem ist, wenn der Maximus mal die Klappe halten würde, dann würde man noch viel mehr vom LKW mitkriegen. So, deswegen mache ich jetzt mal ganz kurz die Klappe aus. Jetzt reicht's. Solange kann ich die Klappe nicht halten, Menschenskinder. Was für ein Klaus, ne? Also wirklich? Der Spritverbrauch, ich glaube, ich bin jetzt nicht ordentlich gefahren. Aber ich würde, weil ich ja schon von einigen gehört habe, die dann so manchmal bis zu 28 Liter verbrauchen, so vielleicht so 20 mit einer normalen Fahrt. Ich bin jetzt mit meiner überaus ruppigen Fahrweise bei 34 Liter. Das ist auch eigentlich schon sehr nachvollziehbar. Weil sonst war ich ja manchmal bei über 40. Das kommt wahrscheinlich auch drauf an, was für einen Motor ich dann noch reinsetze. Ne? Ich habe ja manchmal 34,7 Liter. Ey, das ist doch wirklich. Das ist doch sehr schmackhaft. So, Koblenz. Ah, guck an, wir sind in Koblenz. Wollen wir rollen lassen. Ah, ich kann mir schon vorstellen, was ihr wieder in den Chat alle so reingeschrieben habt. Ah, ja. Kann ich mir so richtig vorstellen. Aha, Maximus, du Nichtskönner. Bitte, Nichtskönner. So nicht, mein Freund. So, Freunde, wir sind jetzt gleich da und ja, mal gucken, also ausgeschlossen ist nicht, dass wir dann einfach immer mal ein Video machen, aber ich will es ja ein bisschen mehr live, das, wie gesagt, habe ich ja wahrscheinlich alles gestern schon im Video erklärt und da könnt ihr auch gerne mit kommentieren und euren geistigen Ergüsse einfach mal freien Lauf lassen. Jetzt noch rüber hier. Ach, guck an, hier ist noch Mercedes. Oh, wir müssen ja hier lang. Jetzt sind die ganzen Kisten hin und her geruckelt. Ach, hör auf. Ah, Ladungssicherung ist ja alles. Das haben wir ja gemacht. Vertraut mir einfach. So, was ist denn das hier? Die letzte.
Ablagestelle. So. Da bin ich mal gespannt. Das kann ja was werden. Trotzdem mal runter. Fahren. Da ein bisschen was mitnehme. Boah, sieht ganz gut aus. Ja, manchmal ist es besser, wenn man ein bisschen langsam fährt, weil der Kollege, der tut zwar so, als würde er nicht beobachten, was ich hier mache. Oh, wir stehen. Nicht schön, aber wir stehen. So, ja. Siehst du, ich habe ja nicht mal Minuspunkte gekriegt für den Unfall. Ah ja, siehst du. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also, es ist nichts passiert. Also, wir werden uns wahrscheinlich dann heute Abend dann nochmal Jetzt muss ich echt mal überlegen, wann ich diese Tür hier raushaue. Habe ich ja Sonntag die ganze Zeit gesagt? Da bin ich schon ein bisschen verwirrt. Also wann kommt denn das Video jetzt? Ich will selber mal schauen. Weil Sonntag wollte ich ja dann eigentlich schon ein paar Livestreams machen. Schau mal. Wann war das Video? Nee. Das kommt hier am Dienstag. Ja, wir haben Dienstag, wenn ich das Video hier raushaue. Dienstag ist es. Ja, gut. Naja, dann sehen wir uns vielleicht Sonntag. Also die alle Infos diesbezüglich, warum, weshalb, wieso, mache ich denn am Samstag das Video? Ja, das wird dann Premiere sein. Mein Gott, nee, ich sehe schon nicht mehr durch. Und Sonntag werden wir uns vielleicht dann live sehen. Oder auch nicht. Kommt drauf an, ob dieses Video am Dienstag oder am Sonntag kommt. Tja, so, alles klar. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Und guckt auf jeden Fall das Video am Samstag und natürlich alle anderen auch. Und morgen sind wir dann wieder live. Und ohne Unfall. Ich freue mich und ich hoffe, ich auch. Mit den Worten, haut rein, macht's gut. Bye, bye.